Hallo, ich bin's, die Anni. Und meine Tochter, die ist heute nämlich mit dabei, die wollte gern mithelfen. Es hat ja nun schon geschneit und ich habe euch ein kleines, witziges Experiment mitgebracht, wo man selber Schnee machen kann. Dazu brauchen wir einen Behälter, Windeln, eine Schere, Wasser, genau. Und wenn ihr möchtet, noch einen Trichter, Luftballons und etwas zum Stopfen. Ja. Das zeigen wir euch aber dann, wenn es soweit ist. Wir müssen jetzt erstmal die Windeln, guck mal hier, dieses Weiße, was hier drin ist, das müssen wir da irgendwie rausholen. Dafür nehmen wir die Schere. Du darfst dann das Wasser reinkippen. So, schaut mal, wir schneiden jetzt einfach mal die Windel kaputt. So, einfach mal schön drumherum schneiden. So. Weiter. Einmal komplett drumherum, dass man jetzt nur noch das Innere, die Mitte, sich ausschneidet. So, gleich geschafft. Möchtest du dann noch die andere noch schneiden? Hier, Schere, Windel. So, während meine Tochter nämlich die andere noch schneidet, zeige ich euch, was wir damit machen. Jetzt haben wir das rausgeschnitten. Und jetzt kann man das auseinanderziehen. Schaut mal. So, und dann kommt da sowas wie Watte raus. Und diese Watte, die brauchen wir. Stellen wir meinen Behälter hier ein bisschen in die Mitte. So, jetzt ziehen wir das mal kräftig auseinander. So. Und machen die Watte, die da drin ist, raus und schmeißen die in den Behälter rein. So, kratzen das ein bisschen ab. Ich helfe dir gleich. So, hier ist noch mehr Watte. Die kommt alles in den Behälter rein. Das muss jetzt auch nicht ordentlich aussehen, kann ruhig auseinandergepflockt sein, das ist nicht schlimm. So, muss ich mal noch schnell die andere Windel machen. Ja, die ist nämlich ein bisschen schwer zu schneiden. Da lasst ihr euch am besten auch helfen von den Großen. So. Schneiden wir die noch schnell auseinander. Und machen die noch auf. Oh, darfst du mal rausholen? Pass auf, dass du das ein kleines bisschen verkippst. So. Halt, hier ist noch ein bisschen. Das kommt da nicht rein, sondern wirklich nur die Watte. Das ist was daneben gefallen. So, wenn ihr die Watte drin habt, zeigen wir euch mal was richtig Cooles, was dann passiert. Wir kippen das Wasser rein. Mach mal vor. Ein bisschen erst, stopp. Und jetzt schaut mal, was passiert. Das Wasser verschwindet wieder. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt kippen wir noch mehr rein. Und wieder ist das Wasser weg. Alles aufgesaugt von der Watte. Noch nicht alles. Jetzt Ich alles. glaube, wir brauchen noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser, weil es ist noch mehr aufgesaugt. Aber ihr seht schon, stopp, ich glaube, das reicht. Aber ihr seht schon, jetzt sieht es schon ein bisschen aus wie der Matscheschnee, den wir jetzt draußen auf der Straße haben, weil er schon taut. Und jetzt könnt ihr einfach mal reingreifen. Und ein bisschen drüber rühren. Und dann wird das ganz glibberig. Seht ihr das? So wie Schleim. Ja. Glibberiger
Glibberschleim. Ja, Glibberschleim, genau. Ja, wie das halt. Gibt so. Ja auch Schnee für den Sommer. Genau. Und man kann das richtig schön drumherum manchen mal. Und es sieht auch ein bisschen aus wie Schnee. Natürlich kann man jetzt keinen Schneemann daraus bauen, aber man hat erstmal ein bisschen Schnee gemacht. Und wenn man vielleicht genug Wind hat, dann kann man bauen. So, der lässt sich schön manchen und fühlt sich ganz toll an in der Hand. Ja, wenn man den drückt, dann geht er aus den Ritzen wieder raus. Ja, ihr seht. Bam. So. Natürlich dürft ihr das nicht essen, ne? Das ist nur das zum... Das ist nicht sehr gesund. Das schmeckt nicht. Aber... So, nur zum Manchen. So, dann zeigen wir euch jetzt noch was ihr dann noch machen könnt, wenn ihr nicht nur manchen wollt. Wir haben hier einen Trichter und bunte Luftballons. So, diese bunten Luftballons, dann machen wir den mal über den Trichter drüber. Gut. So. Nee, und dann machen wir das da rein. Dann habe ich euch ja gezeigt, dass wir was zum Stopfen mitgenommen haben. Das können wir dann in den Luftballon unten reinstopfen. Ja. Oh, jetzt ist es abgefallen. Also ich glaube, wir müssen den gut festhalten hier unten. Stopf mal los. Jawohl, mehr. Soll ich mal machen? Ja. Ich stopfe mal mit dem Finger. Ich habe so schön. Warte. So, weiter. Länger ist der Finger nicht. Länger ist der Finger nicht. Guck mal, so. Da gibt es schon eine kleine Blase. Hier ist schon eine kleine Blase, ja. Wie so ein Wurm. Jedenfalls stopft ihr da ganz viel rein. Ihr könnt natürlich ganz wenig nehmen, aber wenn das ganz viel drin ist, dann macht das natürlich mehr Spaß. Und drückt das immer mal ein bisschen nach unten, dass dann noch mehr reinpasst. So, wir machen noch mehr rein. Noch mehr. Warte. Sieht aus wie eine Birne. Ja, sieht ein bisschen aus wie eine Birne, stimmt. Rosa Birne. Eine rosa Birne. Warte. Wie so ein, warte, Squishy, man kann den Stress rauslassen. Jetzt wie eine Banane. So. Natürlich könnt ihr den noch viel, viel größer machen. Ich mache jetzt mal Schluss mit reinstopfen. Macht das unten ab. Und quetsche das noch ein bisschen nach unten. Und mache einen Knoten rein. Zack, einen Knoten. Und jetzt, meine Tochter ist schon ganz aufgeregt, die möchte den nämlich unbedingt haben, kann man den kneten. Ganz viel. Und ihr könnt dann natürlich auch, wenn ihr möchtet, wenn ihr jetzt noch Glitzer oder sowas da habt, könnt ihr das natürlich auch noch mit reinmachen. Dann kann man den Glitzer durch diesen Ballon auch noch sehen. Und dann habt ihr einen Knetschneeball und könnt dann natürlich auch noch ein Gesicht drauf malen. Oder werfen. Oder ja, durch die Gegend werfen solltet ihr vielleicht nicht unbedingt machen. Aber kneten könnt ihr den. So, das war's von uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns bald wieder. Ciao!